Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Und wir werden ja immer gefragt, was wir für Gerätschaften nutzen, was wir für Headsets benutzen, was wir für Mäuse benutzen. Und da dachten wir uns, wenn wir jetzt schon mal was Neues besorgen, dann zeigen wir das euch direkt, damit ihr auch wisst, was wir dann haben, damit wir da was verlinken können. Und wir haben heute das Razer Manowar. Genau, ich habe mich übrigens informiert, ein Manowar ist quasi sowas wie eine Qualle. Denn Razer benennt ja seine Produkte immer so ein bisschen nach gefährlichen Sachen. Schlangen, gefährlichen Wassertieren. Und deswegen haben wir das Manowar. Manowars haben bis zu 10 Meter lange Tentakel, die richtig dolle Verbrennungen machen. Übrigens ist das nicht ein Indikator für das Headset. Es hat kein 10 Meter langes Kabel und es brennt auch nicht. Zumindest haben wir es noch nicht getestet. Deswegen habe ich mir nämlich auch die Cardidal geholt, denn wir möchten das Ganze auch mal für Brillenträger testen. Denn ich habe mir gar nicht an den Kopf getippt, aber an die Brille. Denn wir haben ja den einen oder anderen in der Community, der selber eine Brille trägt und deswegen dachten wir... Genau, das ist ja immer so ein bisschen tricky für Brillenträger, ein Headset zu finden, was nicht jeden so blöd auf den Dübel drückt. Deswegen teste ich das gleich direkt mal. Genau. Da kann ich zwar nur so den augenblicklichen Eindruck beschreiben und nicht, wie der Langzeittragekomfort ist, aber das ist ja auch schon mal was wert. Genau, und lange Rede, kurzer Sinn, machen wir uns ans Auspacken. Und ich glaube, dass ich viel lauter rede als du, sehe ich gerade so von der Einstellung her. Weil ich euphorisch vor mich hinrufe. Das ist auch hier so Razer-typisch mit diesen Klettverschlüssen. Die Verpackungen sind irgendwie immer mit Kletten zu. Und es hat ein Vorschaufenster quasi. Mhm. Erstmal, natürlich der ganze Karton im farblichen... Der Monitor spiegelt. Im farblichen Razer-Grün. So erkennt man es ein bisschen besser. Ich habe nichts gesehen auf dem Bild, außer die Hundis. Die Hundis sind nämlich hinter uns langgelaufen. Da seht ihr Honey, Nani. Die wollen auch direkt einen Headset-Test machen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die wollen einfach nur auf dem Sofa chillen. Willst du es rausnehmen? Nein. Ich? Ja, mach das. Da vertraue ich dir als fachmännische Assistentin. Du vertraust mir? Nee, eigentlich nicht. Ach, das war nicht das Headset. Das war eine Kugelsicherung. Das sind nämlich so und damit kommen wir zu unserem neuen Unboxing-Zerstörungsvideo. Ich habe schon cool, überlegt. Das ist nicht mit so. Es gibt doch diese festen Kabelbinder und das ist hier so. Du sollst das Headset auspacken. Ja. Was ich mir schon überlegt habe, das find ich gut. Wisst ihr, was total lustig wäre, wenn man ein Unboxing-Video macht? Also man lässt das Video rückwärts laufen und vertont das nach, dass man rückwärts spricht. Also nicht, dass man rückwärts spricht, sondern dass man die Sätze andersrum sagt. Oder wie geil wäre das denn als von einem Razer-Mitarbeiter, wenn der zeigt, wie er das Ganze einpackt, quasi. Hier habe ich das Headset und da packe ich noch eine Bedienungsanleitung dazu. Jetzt klebe ich noch was drüber. So, sicher, Unboxing-Video, fertig. Oh, ich finde das lustig. Schau gerade, was wir hier noch haben. Das da ist die Soundkarte. Ja, ich sehe es gerade. Hier drin steckt eine kleine Soundkarte. Die ist echt winzig. Ja, die ist wirklich winzig. Weil hier hinten ist der Klinkenstecker, wo das Headset reinkommt. Und hier USB. Ist der USB-Anschluss. Wir haben nämlich schon auch ein Headset, was eine eigene USB-Anschlusskarte drin hatte. Eine Soundkarte, ganz genau. Und das ist deutlich dicker. Also ja, deswegen war ich jetzt echt ein bisschen gerade irritiert, was das ist. Die ist sehr klein und platzsparend. Hier ist noch irgendwie, anscheinend so eine Leuchte drauf. Kann man jetzt gerade nicht erkennen. Halt du mal rein. Es sieht aus, als ob das leuchten würde, vielleicht, wenn es angesteckt ist. Ja. Also so. Ihr seht quasi da, jetzt, so sieht man's. Ja, so sieht man's gut. Ich verdecke mal die Kaddi damit. Seht ihr, die Kaddi ist nicht dicker als eine Klinke. Manu! Das wäre mal eine Challenge. Ich muss es schaffen, dich zu verdecken und du musst versuchen, gesehen zu werden. Mhm. So, dann haben wir hier auch das Headset. Sehr beweglich. Das habe ich auch am Anfang schon gesehen, dass es ziemlich geil ist, dass man da komplett das Ganze drehen kann. Genau, das hat nämlich hier innen drin... hat das nochmal ein zusätzliches Gelenk. So ist es beweglicher als die meisten anderen. Was ich gelesen habe, wofür das hauptsächlich gedacht ist, auch um das Ganze zum Beispiel auch gescheit hinzustellen. Damit du kannst es drehen und dann so hinstellen, damit das nicht quasi auf dieser seitlichen Belastung auch ist. Das ist natürlich und es ist natürlich sehr angenehm, weil es sich dadurch besser ums Ohr rumlegt. Ja, das ist definitiv ein Vorteil. Es ist halt nicht so starr. Wie man wenn manche nämlich zum Beispiel einen unförmigen Kopf haben, wie ich zum Beispiel. Ich habe bei der Bundeswehr das Problem gehabt, ich habe eine 60er Kopfform, aber eigentlich habe ich die nur vorne und hinten. An der Seite habe ich 58. Und deswegen habe ich teilweise Probleme gehabt, ein 60er Barett aufzusetzen, weil ich an der Seite Luft hatte. Und deswegen ist es immer super, was zu haben, was sich so ein bisschen verbiegen lässt. Was denn? Geschichten aus meinem Leben, ja. Dann der Bügel.
schön mit Razer drauf. Ja, da ist hier oben. Ich denke mal, das wird Kunstleder sein. So eine Einfassung, wo nochmal Razer drin steht. Und er ist so ein bisschen geteilt, er ist recht breit und ich glaube, dadurch ist er auch nochmal ein bisschen weicher. Ich mag es, wenn die Bügel so ein bisschen Luft haben oben, weil ansonsten, finde ich, schwitzt man sehr drunter. Ja, das stimmt. Und das sieht man hier jetzt, glaube ich, gerade nicht so gut. Ich denke, noch ein Kabel etwas drin. Innen drin ist auch nochmal eine Polsterung. Das ist cool, ja. Gerade wenn man wie wir häufiger Headsets und länger aufsetzen muss. Ja, das stimmt. Ich mache mal noch mit dem Headset weiter. Hier befindet sich... eingefasstes Mikro. Genau. Bleibt immer ziemlich hängen, ich halte das mal. Ich wollte gerade sagen. Das 10 Meter Kabel. Hier ist das Mikro. Muss ich das hier mal so packen, dass ihr hier rausziehen könnt. Das ist direkt so im Headset verstaut und ich finde es ganz angenehm, dass man das auch reinschieben kann. Außen drauf steht, dass es extrem beweglich ist. Kannst du es mal testen? Okay. Ich hab jetzt auch nicht die Box besachen gelesen. Ja, das hat hier so ein... das ist nicht geriffelt. Okay. Ich finde, dadurch sieht das besser aus, als wenn das hier so ein... Gibt ja schon mal bei Lampen dieses geriffelte Material, was man verbiegt. Das ist aber ganz glatt hier. Das kann man wirklich ganz frei hier komplett verbiegen. Aber was ich von vornherein mag, Moment, ist noch eine Bedieneinheit an den Kopfhörern? Ja, und das ist direkt wieder ganz gerade, wenn man es reingeschoben hat. Das ist noch nice. Nee, dann ist die hier nämlich. Ich sehe nämlich gerade hier, bei mir ist nämlich die hier dran. Was mir persönlich an der Sache gut gefällt, ist, wir hatten häufiger Headsets, die haben sehr, sehr dünne Kabel gehabt. Weil... die Hauptbruchstellen von einem Headset sind entweder am Kabel oder an den Ohrmuscheln. Mhm. Hier ist der Vorteil, die Ohrmuscheln haben ein eigenes Gelenk mit drin, deswegen kann das schon mal weniger passieren. Und das Kabel ist sehr, sehr dick mit Stoff überzogen, ja, wenn ihr das seht. So Textilummantel. Das ist schon mal auch eine Sache, das heißt, es kann quasi nur noch an einem Anschluss leichter kaputt gehen und nicht mehr an dem Kabel selber. Das finde ich persönlich für mich, gerade weil wir auch die Hunde haben, ist es halt sehr, sehr angenehm. Genau, und hier ist eben, was kann man hier alles dann einstellen? Hier kann man sich anscheinend, das Mikro muten, sieht so aus. Hier ist so ein Schiebeschalter, das ist meistens dann dafür. Ich denke, es ist fürs Mikrofon, ansonsten macht es keinen Sinn, wenn es für die Kopfhörer wäre. Ja, genau. Dann haben wir hier noch Lautstärkeregler, genau, der sieht man da unten. Genau. Gut, kommen wir zur hauptsächlichen Sache, aufsetzen. Okay, ich will nur mal gerade noch gucken. Bei manchen Headsets hat man ja noch irgendwie einen Buchstaben draufstehen. Ich glaube, du solltest die Sachen abziehen, weil ansonsten... Mit dem Klang. Übrigens, ja klar, wollte ich gerade sagen, ist schön glänzend. Kann man hier gerade noch mal sehen. Ist das quasi... Das sieht nämlich wieder Fabis Desktop-Hintergrundbild drin. Genau. Machst du das richtig rum? Ja. Ja. Mikrofon nach vorne, genau, das war das Wichtige. Bin ich dann mal gespannt. Setzt du das immer über die Haare auf eigentlich? Ich setze es meistens über den Haaren. Okay. Auf, ja. Deswegen habe ich auch meistens die Haare zu, wenn ich das Headset aufsetze. Nee, das habe ich mich generell gefragt bei dir. Es geht komplett über das ganze Ohr drüber. Mhm. Das also ist uns übrigens sehr wichtig. Also ich sage auch, für längeren Tragekomfort ist es mir persönlich sehr wichtig, dass es um die Ohren drum geht. Ja, das definitiv. Es ist sehr weich gepolstert. Muss ich sagen, es gibt ja Headsets mit einer dickeren Polsterung an sich. Die ist aber wirklich sehr weich, muss ich sagen. Okay. Und ich kann mir auch vorstellen, also ich merke jetzt überhaupt keinen Druck irgendwie auf den Ohren oder auf der Brille oder sowas. Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich über längere Zeit bequem ist. Das ist jetzt super. Auch nicht so übertrieben schwer. Okay. Also es fühlt sich auf jeden Fall so vom ersten Aufsetzen, fühlt sich das gut an. Über den Sound können wir aktuell noch nicht viel sagen. Es ist ein 7.1 Headset. Das heißt 7.1 Dolby Sound quasi. Und ich bin am Überlegen, ob wir dann beim nächsten, wir werden auf jeden Fall bei den Streams natürlich euch dann noch ein bisschen mehr dazu erzählen können. Aktuell können wir jetzt schlecht hier einen Praxistest davon machen. Das muss man nämlich wegen der Soundkarte alles noch erstmal ein bisschen konfigurieren. Werdet euch aber auf jeden Fall in den Streams, wenn ihr da noch Fragen habt, auch mal wieder natürlich zu unserer Hardware darüber dann mehr erzählen können, wie wir damit zufrieden sind. Bisher ist es auf jeden Fall so, von dem, was wir jetzt gerade gemerkt haben, also du meinst, es fühlt sich gut an? Was sagst du mit der Brille? Es fühlt sich sehr angenehm an. Also ich habe jetzt überhaupt keinen Druck irgendwie hier hinterm Ohr, wo der Bügel von der Brille ist. Da ist es schon mal ein bisschen kritisch. Okay. Aber das fasst es irgendwie komplett mit ein. Also es ist sehr angenehm. Ich bin gespannt und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns auch für dieses... Oh ja. Eine Sache will ich noch zeigen. Und zwar, Razer-Symbol. Hier auf der Seite ist noch das Razer-Symbol drauf. Das Headset hier leuchtet jetzt nicht. Das Ganze gibt es aber auch noch in der Chroma-Version. Dann kann das auch noch leuchten. Heißt in dem Fall halt nicht Chroma, sondern es ist quasi so, dass es dann die Deluxe-Variante ist, ohne Kabel. Da hat man dann in der Ohrmuschel drin, hat man dann den Funkstecker nochmal drin, den man dann anstecken kann.
soll, glaube ich, 14 Stunden, hatte ich gelesen. Ich hatte da auch darüber überlegt, soll 14 Stunden Laufzeit haben. Und mir persönlich ist es so, dass ich lieber die Kabelvariante habe. Persönlich ist hier auch das Kabel ziemlich lang. Also ja, es ist wirklich, ich brauche schon, ich müsste nur ungefähr bis hier hinkommen. Das heißt, ich kann es fast aufgefädelt quasi anstecken. Bleibt schön ordentlich. Und ja, das werde ich nicht tun. Aber ich persönlich habe lieber ein Kabel, weil ich habe ungerne, auch wenn ich 14 Stunden habe, ich vergesse es immer wieder mit dem Aufladen teilweise. Und ich habe einfach ungerne die Sache, dass ich dann sage, okay, verdammt, ich kann es jetzt gerade nicht nutzen, weil ich laden muss. Aber das ist Geschmackssache. Und von daher finde ich, diese Variante ist eine echt gutes, ein gutes Teil. Wir werden das verlinken. Wir werden den Razer Store davon auch nochmal verlinken. Und dann könnt ihr, wenn ihr euch das nämlich auch holen wollt, es dann direkt über den Razer Shop machen. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier nochmal von unserem Unboxing vom Razer Manowar. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.